So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge GTA 5 auf der PlayStation 5. Zuallererst dachte ich mir, wir probieren jetzt heute mal Raubüberfälle aus. Mit dem Diamond Casino Raubüberfall beginnen wir. Online wird gestartet mit 0%. Mal schauen, wie lange das Laden lädt auf der PlayStation 5. Wir sind aber jetzt schon bei 10% und ich bin zuversichtlich, dass der Spaß auch schnell weitergeht hier. An der Stelle, ich habe den freien Modus von GTA Online schon getestet bei der PlayStation 5-Version. Und ja, also die Explosionen und alles ist schon babamäßig. Also kein Vergleich zu der PlayStation 4-Version. Ob sich dafür der Aufpreis von 10 € lohnt, ich weiß es nicht so ganz, aber lasst uns unseren Spaß mal haben. Wir probieren den Spaß aus. Und da sind wir auch schon da. So. Ich hoffe jetzt, es fängt an. Übrigens auch das Handling hier ist ganz anders. Muss man so sagen, wie es ist. Jetzt fahren wir hier mal vor. Besuche H. Ja, hier ist H. Mach dich weg hier. Kann ich schon mit dem Auto herfahren? Ja, ich bin dabei. Hey, what's up? Okay, some other time. Hallo. Wie meint das jetzt hier? Bin jetzt einfach hier so, oder? Viereck. Oder was wollen die von mir? So. Muss es doch dann gehen hier, oder? Seite betreten. Und ich muss ein Casino muss ich kaufen, oder was? Spielhallen. Ich habe nicht so viel Geld vorne in der Nacht. Die ist ein bisschen zu teuer. Hier. Schau mal. Ich kann das nicht kaufen. Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich neugierig. Irgendwas einfach kaufen. So, ich habe nicht so viel Geld hier. Ich wollte aber einen Überfall machen. Aha, passt. Dann können wir es doch machen, das ist doch schön. Gib ihm. Wir haben übrigens Winter in Los Santos. Dort, wo ich mich gerade befinde, auch. Und ich muss zugeben, das Fahren hier macht echt Bock, also. Vor allem dieses Feedback, was du an den Fingern spürst, wenn du hier Gas gibst oder zum Beispiel bremst, ist viel besser als hier bei der Vierer oder bei der Dreier. Ist schon was anderes. Ach, schön. Die vier leuchten an. Yappie. Und flüssig bei 60 FPS hier. Dass das sowas gibt. Bei einer PlayStation. Quatsch. Komm, auf die Seite hier. Du Schlingel. Mach dich aus dem Weg. Da war ich ein bisschen zu zuversichtlich. Ne? Ja, aha. Ja, dann bleibst du halt draußen, meine Güte. So ein Schlingel.
Da geht er einfach rein. So. Wir hatten jetzt gerade keine Ladezeit. Ich krieg einen Kollaps. Lol. Also, brutal. Mal schauen, wie schnell der Aufzug geht. Check ich nicht. Wie schnell bitte will das laden, aber okay. Bruder, ist in Ordnung. Hier anführen will ich nicht. Aber wir sind mal auf Jobsuche und warten. Und solange schauen wir uns mal die Pläne hier an. Boah, schon schöne Qualität, oder Freund der Nacht? Schönes Studio, ein MacBook haben wir hier. Erinnert mich an meins, aber ein bisschen älter ist das Modell hier schon. Und jetzt geht's auch los. Dann haben wir jetzt unseren ersten Raubüberfall hier. Also, ich konnte nichts auswählen. Bruder, was ist denn hier los? Also, wenn das Laden hier genauso geht, dann habe ich keine Zeit jetzt für eine kurze Trinkerpause. Und ich rede von Monster, nicht von Alkohol. Der, wo sich das jetzt dachte. Klopf, klopf. Ja, Mann, zu Hause. Da ist ja. Boah, ich schaue schon hässlich aus. Bruder, Bruder, Bruder. It'll be vaguely awkward and disappointing, you know. You probably stick the wrong thing in the wrong part and you'll finish too early and you won't be able to make eye contact afterwards. But new worlds will open up. Something will have changed, you know. What the fuck? Können wir das überspringen, das Geplappere? Nee. Schade. Jetzt müssen wir erstmal diesen mündlichen Dünnschiss von Lester reinziehen. Wunderbar. Darauf habe ich mich den ganzen Abend gefreut. You're gonna repress it. Wash it down. We'll never talk about it. Hey? Hey? Okay. First time. Lisa. It's a two-man score, right? One of you drives, keeps the heat off of you. The other goes into the bank, goes to the specific safety deposit box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, and you get paid. Okay, kommt. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies! What the fuck? We all gotta start somewhere. Good luck. Kein Kommentar, Lester. Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Lul. Da sehen wir also unseren Komplizen, sehr schön. Sehr schön. Also ich bin eher ein Mensch, der wohl immer zack, zack was haben möchte. Gut, Dankeschön. Also ich werde es dafür hier Profil ansehen. Mein Profil kenne ich. Betrete genau. Die Kameras halte die Zeugen unter Kontrolle. Okay, ich bin bereit. Gib ihm. Was sich der Typ denkt, der wo mich jetzt auch die ganze Zeit plappern hat, keine Ahnung.
Der Bohrer. Er ist auch bereit, Lul. Ah ja. Drei Minuten müssen wir noch warten. Ah ja, dass ich euch sowas überhaupt zumute hier, dass wir hier 3 Minuten durch die Gegend warten. $80.000 sind dann für mich und 120 für den Dude hier. Von den 100er Beträgen rede ich jetzt mal gar nicht. Das ist nämlich hier Kleingeld. Gut. Aber er hatte ja auch ein bisschen mehr Kosten, nicht? 11.500 musste er investieren in den ganzen Spaß. Und deswegen ist es auch gerechtfertigt. Also solange wir jetzt hier warten, könntet ihr alle noch eine kleine Pipi-Pause machen oder keine Ahnung, auf was ihr Bock habt. Ich mache jetzt eine kleine Pipi- und Trinkpause und wir sehen uns genau in 2 Minuten wieder, 20 Sekunden, bevor es losgeht jetzt hier. Genau, bis gleich. So, Freunde der Nacht, ich hoffe, ihr habt das Warten gut überstanden. Ich bin wieder da. Und in 2 Sekunden geht der Spaß auch los. Let's go. Ja, sehr schön. Das sieht cool aus. Also ich bin bereit. Sam Peach, was setzt er mir denn da auf?
Ach komm, nicht die Affen, bitte nicht. Na, und geh weg. Überlassen wir ihn mal. Er kann mich ja machen. Nein. Nein. Genau das, wo ich sage, bitte nicht, macht er. Ja, toll. War wieder klar. Dass man auf meine Wünsche mal wieder nicht eingeht hier. Wir sind aus wie so zwei Manager. Oh, er läuft schon, Bruder. Lauf doch nicht so schnell. Okay, dann gib ihm. So, jetzt haben wir hier eine Telefonverbindung zu Lester hergestellt. Wie man hört. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich den Kollegen nicht reinfahre, weil er, naja, nicht so schnell ist irgendwie. Oder zu oft unkontrolliert abbremst hier. Könnten wir ihn einfach wegpusten, aber das machen wir jetzt mal nicht, oder? Wir wollen ja zusammen das Geld haben. Okay, und jetzt düst ihr mir natürlich davon. Das war klar. Ich glaube, wir haben auch unterschiedliche Wege. Steig in den Kuruma. Okay, komm. Jo. Jetzt, gib ihm. Vor allem, ich bin eher gewohnt, mit so schweren Fahrzeugen zu fahren. Dieses Teil hier ist gefühlt echt leicht. Vor allem, obwohl es voll Panzerung drauf hat. Genau, schaut, ich bin gewohnt, dass dann die Autos auf die Seite durchfahren. Aber egal, wir geben uns Mühe. Und fahren ein bisschen auf den Gehsteig. Der Typ denkt sich, oh Gott, mit wem arbeite ich hier zusammen? Aber da er jetzt auch nicht so die besten Sachen hatte von den Fähigkeiten her, hoffe ich, ist er nicht zu sehr enttäuscht. Wir müssen eh 3 Kilometer jetzt durch die Gegend düsen. 2 nur noch. So gepanzert ist das Ding auch nicht, wenn schon das eine volle Licht am Arsch ist. Ich höre einfach jetzt nicht zu, ich konzentriere mich aufs Fahren. Ich hoffe, das steht später dann da. Da bin ich jetzt ehrlich zu euch. Also wenn ich dann jetzt 1,4 Kilometer ratlos dastehe, wisst ihr warum. Ich fahre lieber Panzer eigentlich. Vor allem der Panzer, den wo ich vorher gefahren bin, der ist genauso schnell und brettert auch noch die Menschen weg. Aber das sind die Autos halt, aber null. Was man nicht alles macht. Okay. Warte, bis der Hack abgeschlossen ist und wer macht den Hack? Okay, jetzt. Okay, time to open the vault. Take out your phone and trigger the door.
Handy. Okay, jetzt sehen wir hier den Bohrer zu. Hä? Hä? Nee, oder? Komm. Nochmal versuchen, komm. Ist das scheiße. Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich traurig für eine Nacht. Also, das ging jetzt so schnell, das habe ich nicht gecheckt. Also ich hoffe, wenn ich es mir später nochmal anschaue, dass ich genau weiß, was jetzt da mein Problem, mein Fehler war, aber... Ja, was kriegt man jetzt? Gar nichts. Wissen so $100 oder so, oder 1000. Komm nochmal von vorne, bitte. Jetzt bin ich schon wieder zu der scheiß Bank fahren. Ne? Kann der seine Tür nicht zumachen oder so? Ist der dumm? Ich werde... Also wenn du deine Tür nicht zumachen kannst... Dann bist du selber schuld, dass du jetzt keine Tür mehr hast, das sag ich dir. Hinterricht, diese Gerüchte verbreiten. Jetzt leuchten beide Lichter noch, Schatz. Zweites Mal. Ich hab's verschissen. Wisst ihr, was ich mich frage, ob jetzt die Mission vorher wegen mir verschissen haben oder wegen meinem Kollegen? Aber ich glaube, es lag an mir. Boah, den dürfen wir nicht überfahren. Sonst sind wir schon wieder am Arsch. Vor allem, wir haben keine Tür. Wir könnten dem Bruder so zugucken, wie er da sitzt. Ah, er hält das Handy. Geil. Schauen wir mal, nochmal hallo. Telefoniert hier mit Lester. Relativ. Wird's dir nicht ein bisschen kalt? So. Ohne Tür? Der Typ flucht mich gerade. Er denkt, was ist das für ein Amateur? Hello. Keep him under control while your partner's in the back. And don't kill any witnesses, okay? Und töte keine Zeugen. Ah, schießt ja nur in die Luft hier. Oha, habt ihr es gesehen? Okay. Den Dampf. Das ist auch neu. Bleib unten. Verstanden. You don't have to shoot me.
do what you say. Chill out. Ruhe jetzt hier im Karton. Ich kann auch hier mit der Pistole. Du hast keine Angst, oder was? Schön mal ein paar Waffen ausprobieren hier. Das ist ein Ruder, ne? Was macht denn der da hinten eigentlich? Wie ist jetzt dann nochmal? Also ich treffe das Ding da hinten. Ziel schießen hier. Der Ventilator, der ist unzerstörbar. Cool. Es macht mir auch keinen Spaß, Freunde, danach. Wirklich nicht. Ihr seid ja doof. Ihr hättet jetzt abhauen können, einfach so, aber. Dauert denn hier so lange? Ich werde langsam ungeduldig. Ich aber nicht. Ich glaube, es ist vorbei. Das wäre lustig jetzt, 911 anrufen, oder? Wäre schon interessant, was passieren würde. Der Typ würde mich voll fluchen. Scheiße. Das weiß Walla, was es war mit Absicht. Mist. 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 Scheiße, ich hab ihn erschossen. Das Ding mit ab. Oh Gott, ich wollte einfach nur einschüchtern. Oh Gott, nein. Nein. Scheiße. Oh Gott. Scheiße. Schneller Neustart, bitte. Bitte, ich hoffe, das geht. Oh Gott, peinlich, peinlich, peinlich. Scheiße, scheiße, scheiße. Wirklich peinlich. Scheiße, das ist peinlich. Aber wir sind wieder bei der Bank, oder was? Okay, wenigstens etwas. Der Typ ist jedenfalls mit einverstanden, glaube ich. Sonst wäre er nicht weiter am Start. Oh Gott. Der Arme. Und die Folge dauert jetzt eh safe schon über eine halbe Stunde. Komm.
Ja, dich habe ich heute getötet, davor schon mal. Aber nicht mit Absicht. Dachtet ihr, hör bloß, weil ich zu meinem Kollegen schaue. Das ist der Wahnsinn. Das ist cool. Der Revolver hat schon große Kugeln. Wie? Bohr das raus? Ach, Kacke. Sehr toll. Oh Mann. Ich bin wohl doch kein Räuber. Scheint so. Schade. Echt schade, schade, schade. Ich habe mir Mühe gegeben. Aber wohl nicht so stark Mühe. Blöd gelaufen. Aber was soll man denn machen? Wird gestartet. Was, sind wir jetzt wieder drin oder nicht? Oder was ist jetzt hier los? Das würde mich jetzt mal interessieren, Freunde der Nacht. Muss man gleich mal so von Anfang an sagen. Die Folge geht ja schon 34 Minuten. Und ich würde mal sagen, normalerweise dauert der Ladebildschirm einer PlayStation 5 nicht mehr so lange. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Liegt bestimmt an meinem Internet. Okay, jetzt. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Schade. Aha, und was habe ich jetzt bekommen? Gar nichts mehr. Schade. Nee, echt schade. Blöd. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich beende jetzt den Spaß hier, bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von GTA 5 PlayStation Version auf der PlayStation 5. Und zum Abschluss zeige ich euch nochmal so eine schöne Explosion. Wir wollen ja niemanden gefährden, deswegen gehen wir jetzt hier rüber. Spaß. Ein bisschen Flusterblast. Geht vor der Nacht. Zeige ich euch, wie die Explosion aussehen. Habt ihr bestimmt eh schon mal gesehen, aber Bruder, schaut mal, wie das ausschaut. Hier die Funken und alles, das ist schon
etwas Krasses. Und das Feuer auch, es hat sich sehr verändert. Sieht sehr schön aus. Und auch diese Druckwellen. Brutal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja. Wünsche euch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wenn es heißt wieder Alex zockt GTA 5 online auf der PlayStation 5 Version. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Alex. Haut rein.